Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour. Wir spielen Harbour Town, Hilton Head Island in South Carolina, die fünfte Woche Korn Ferry Tour. So, den ersten Spieltag haben wir hinter uns gebracht und haben uns in die Top 10 gespielt. Jetzt geht's los zu Spieltag Nummer 2 auf Harbour Town Golf Links. EA Sports and the Korn Ferry Tour are proud to feature some of the best young talent in the world of golf. From Harbour Town Golf Links on Hilton Head Island, live second round coverage of the Hilton Head Invitational. Things starting to slowly take shape here on this Friday. For some, it is a race for the top prize. For others, it's a fight to stick around for the weekend as we show you the leaderboard. We've got a tie at the top at 6 under par. Our featured golfer, right in it, just a couple of shots off the pace. So, hier werfen wir jetzt einen Blick aufs Leaderboard. Zweiter Spieltag, Round 2. Und Projected Cut ist bei plus 1. Da sind wir glücklicherweise 5 Schläge davon entfernt. Die ersten sind schon unterwegs. Wir sehen sie hier an der 8, an der 4, an der 3. Natürlich, die Führenden gehen erst nach uns raus. So, minus 4 sind wir. Minus 6 die Führenden. Und wir wollen schauen, dass wir uns einigermaßen in Position bringen. Natürlich ganz klar, zunächst einmal heißt es, den Cut schaffen, und da bin ich sehr optimistisch, denn heute ist der Wind deutlich, ja, schwächer als am ersten Spieltag, der uns dann doch ein bisschen immer einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, vor allen Dingen hier ganz klar an der ersten Bahn, wo wir uns das Doppelbogey eingefangen haben. Das wollen wir heute vermeiden, und somit platzieren wir hoffentlich heute den Ball einigermaßen gut jetzt auf der rechten Seite. Die Fahne steckt rechts, also ist etwas leichter anzuspielen als am ersten Spieltag. Wir versuchen das Ganze ein bisschen mit dem Fade auf die rechte Seite zu bekommen. Ich wünsche uns allen ein schönes Spiel für den zweiten Tag Harbour Town Golf Links. So, links gestartet. Wenn er die Kurve macht, ja, so gerade so. Ja, ich glaube, da werden wir wieder ein paar Äste dazwischen haben. So, ihr seht es schon. 117 yards left to the hole. The pin is stuck in the front right section of the green. Ja, ich wollte sagen, ihr seht es schon, wir spielen natürlich heute den Quick Mode. Wir haben uns ja damit festgelegt, die erste Runde immer so ein bisschen zum Eingewöhnen, um den Platz kennenzulernen. Back 9, Front 9. Jetzt heute 18 Bahnen komprimiert, ohne Flyover und ohne große, ja, Einweisungen. Das heißt also Quick Play, sodass wir die 18 Bahnen dann doch zügig auch durchkriegen. So, wir sind Gegenwind. Ein Wedge legt er uns vor. Wir schauen uns das Ganze mal an. Ja, der Wind drückt den rüber. Wir werden ohne Probleme über die Bäume kommen. Wir sollten einfach schauen, dass wir links vom Stock zum Liegen kommen. Wie gesagt, wir haben etwas Gegenwind. Ich würde hier etwas mehr geben. Okay, das 50er Approach sollte uns eigentlich helfen, den Ball schnell zum Liegen zu bringen. So, das Swing sollte passen. Der Ball geht Richtung Stock. Ich hoffe jetzt nicht zu viel Backspin. Okay. Ah, it's a good shot, but does leave that little uphill putt. So that one will be slow. So, das sieht doch nach einer guten Birdie-Chance aus. Nach einer guten Birdie-Chance. Es geht ein bisschen bergab. Wir haben so gut wie kein Break. Yep, das sollte reichen. Wir haben so gut wie kein Break. Am Anfang geht es ein bisschen nach links, am Ende wieder ein bisschen nach rechts. Aber da es ja, wie gesagt, erstmal nach links geht, würde ich hier auf jeden Fall rechte Lochkante anzielen. Ja, komm, und oh, yes, that's the way to start the day. It is a birdie here at the opening hole. And after yesterday's 67, quickly to 1 under 4 his round here. Ja, da muss man sagen, haben wir deutlich besser natürlich jetzt die zweite Runde begonnen.
als die erste, wo wir gleich mit dem Doppelbogey auf die Nase gefallen sind. So, es gibt einen Quest. Wir sollen hier Under 2. Das scheint ja ein Paar 5 zu sein, oder? Jo, mit dem dritten Einlochen. Wir sollen hier einen Eagle spielen. Also, ob uns das heute gelingt, bei Gegenwind, wage ich zu bezweifeln. Aber wir sollten den Ball doch hoffentlich einigermaßen... Ja, der Fade kommt nicht so richtig, das merke ich schon. Mit dem Fade haben wir ein bisschen Probleme. Das hatten wir schon in der ersten Runde. So, wie gesagt, mit dem zweiten aufs Grün zu kommen. Hybrid ist auch schön lang. Wir haben aber Gegenwind. Und jetzt sollten wir definitiv wieder den Fade spielen. Einen richtig guten Fade, damit er auf jeden Fall reinrollt. Er wird auf jeden Fall kürzer sein. Gut, wir werden auch relativ schnell zum Liegen kommen. Einen hohen Fade. Okay, diesmal nimmt er die Kurve. Aber wie verhält er sich auf dem Grün? Okay, und bleib liegen. Ah, schade. Okay. Aber es war ein guter Schlag. Ob wir den jetzt natürlich einchippen? 8. Wir gehen auf 4. Das Ganze wird ein bisschen nach rechts springen, so wie ich das sehe. Kleines bisschen kürzer, weil er doch immer gut durchrollt. Und komm. Schade. Da hätten wir doch beinahe den Quest geschafft und tatsächlich das Eagle gespielt. Aber dafür sieht es jetzt gut nach einem Birdie aus. Kein Break. Yes, can't ask for a better start to a round than this. It is back-to-back birdies at 1 and 2. And he moves to 2 under for his round, 6 under for the tournament. Die Nummer 3, Par 4, 437 Yards. Wir müssen jetzt auf jeden Fall auf der rechten Seite im Fairway landen und lassen uns da ein bisschen vom Wind helfen. Jo, der startet auch gleich wieder ein bisschen rechts. Sehr gut. Jo, no issues. Sehr schön, das hört man doch gerne. Eisen 8 müssen wir auf jeden Fall länger schlagen. Wir haben leichten Gegenwind. So wild ist es nicht. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Eisen 8, es geht ein bisschen nach rechts. Beziehungsweise links. Die Breaks ist links. Ja, Mitte grün wäre eigentlich okay. Okay, bisschen höher. Er startet wieder Richtung Stock, ist aber deutlich zu kurz und wird natürlich auch jetzt nicht hinrollen. Schade. Aber liegt safe auf dem Grün. And a good iron shot, just not quite as close as what we'd all want to finish, but still. Birdie putt coming up and we go to Iona Steven. Here of right to left in this one, Rich. Straight back up the slope. So, 7 Inches nach oben, das ist schon ordentlich. Wir sehen es hier ganz am Anfang. Die erste Hälfte geht der Break oder beziehungsweise spielen wir berghoch. Das Ganze aber auch nach links. Aber in Summe würde ich sagen, durch das Tempo nicht so stark. Ja, das bricht erst da. Genau, die ersten 2, 3 Kästchen sind noch nicht so wild. Oh ja, komm. Eia! Guter Putt, sehr guter Putt, gar keine Frage. Damit können wir immer gut leben. So, das sollte ein Tap-In sein. Oh, über die rechte Lochkante. So, da bin ich mal gespannt, wie das Ganze sich hier auf dem Leaderboard entwickelt, denn die ersten sind noch nicht unterwegs und wir sind jetzt vorne mit dabei. Okay, wir kommen zur 4 und das ist jetzt wirklich, ups, wieder mal falsch, die 4 und das ist wirklich kein einfaches Loch. 187 Yards, wir haben Gegenwind
Wir haben Gegenwind. So viel Gegenwind ist es aber nicht. Aber das Problem ist natürlich, dass wir hier aufs Grün kommen müssen. Und der nicht zu kurz bleiben darf. Ja, okay, der drückt ihn sogar ein bisschen nach rechts. Ja, das Wasser ist ziemlich dicht da. Das Wasser ist ziemlich dicht da, deswegen auf keinen Fall höher anspielen. Ja, okay. Auf die Gefahr hin, dass er natürlich durchrollt, aber er kommt auf dem Grün auf und wird nicht mehr viel rollen. Sehr schön. Auch wieder hervorragend gespielt. Ja, hätte ich jetzt nicht beide Hände am Controller, würde ich mir auf die Schulter klopfen. Es geht ein bisschen hoch. Nicht viel. Ein Kästchen machen wir. Über rechts. Über rechts. Oh, yes. Plenty of pace to get up that slope. It is in for a birdie. And with it, he'll take over the top spot on the leaderboard here on this Friday. So, wir müssen ganz klar sagen, dass wir heute deutlich besser aus den Puschen kommen. Wir haben einen sehr guten Start erwischt, sind im Moment Leader und sind jetzt an der 5, ein weiteres Par 5, 515 Yards. Vom Wind her hilft es uns diesmal ein bisschen hier in die Kurve reinzukommen. Ich überlege gerade, ob wir noch ein kleines bisschen mit einem Draw, ja, ein bisschen noch mit dem Draw unterstützen, damit er hinten nicht durchrollt. Dann müssten wir den doch eigentlich hier aufs Fairway bringen. Jupp. Jo. Ja, das mit der Kurve sieht erstmal gut aus. Ja, kommt fast auf dem Fairway an. Schade, haben wir ein bisschen verloren an Länge. 252 Yards zum Grün. Okay, das Holz kommt bis Anfang grün. Wir haben aber auch Rückenwind. Ich nehme das Hybrid. Ja gut, den natürlich am Stock zum Liegen zu bringen, ist jetzt so eine Sache. Ja, wir schauen nochmal. Natürlich hat der Caddy für uns die Lage hier vorne ganz klar gecheckt und sagt uns, wie wir das spielen müssen. Natürlich über rechts, das Grün fällt nach links. Das heißt, mit dem kleinen Draw würde er schön hier reinrollen, wobei der Wind uns natürlich den Ball auch rein. Ja, kleine Kurve zum Unterstützen. Ja, das ist, glaube ich, zu viel. Ja, der wird links. Aber okay, lassen wir uns mal überraschen, denn wir haben hier einen Quest gerade eingeblendet bekommen mit einem Sand Save. So, wir werden natürlich versuchen, ohne mit viel Spin den Ball zu spielen, über links. So, lassen wir uns mal überraschen, was da jetzt passiert. Da hätten wir beinahe das Eagle gespielt. Ja, nearly. Aber nicht wirklich. Aber dafür haben wir jetzt ein schönes Tap-In. Und mal schauen, was das Quest sagt. Back-to-back birdies here at 4 and 5. And that's gonna move him. So, okay. Also, wir haben es gerade gesehen hier auf dem Leaderboard. Der Kollege ist ebenfalls jetzt unterwegs. Also, es sind jetzt alle unterwegs. Und der Jun hat auf jeden Fall auch das Birdie gespielt an der 1. Today minus 1. Okay. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie die KI jetzt damit umgeht, dass wir hier einen richtig geilen Lauf haben mit 4 unter auf den ersten 5 Bahnen. Jo, so, was haben wir hier? Klassisches Par 4. Der Wind hilft uns. Ja, heute ist der Wind einfach mit uns. Der Wind hilft uns heute. Das war nicht in der ersten Runde so. Da hatten wir viel gegen den Wind zu kämpfen. So, das sollte eigentlich passen, dass wir da gar nichts groß machen müssen. Ja, doch vielleicht ein bisschen mehr. Ja, der Wind treibt ihn ein bisschen nach rechts. Das heißt, er wird jetzt hier das Fairway noch ein bisschen runterrollen. Yeah, good swing and a good result.
as that is safely into the fairway. Yo. So, Iona, this is second from the fairway. 121 yards is the number we're looking at. Pin on the right-hand side, so plenty of room to the left of it. So, wir wollen wenig Spin drauf haben. Denn wir haben ja Rückenwind, der Ball müsste weitergetragen werden. Okay, 50er Wedge. 104 Yards grün anfangen. Ja. 119, 121 bis zum Stock. Das müsste so eigentlich hingehen. Ja, wieder mal ein bisschen zu wenig geschwungen. So, aber jetzt sollte er auch wenig Spin haben und liegt auf dem Grün. Ah, good approach shot. Birdie putt coming up. Approach shot just a little right, little short. Oh ja, geht richtig berghoch. So, ja, auf jeden Fall über links. Über links. Wie gesagt, ein Bergauf-Putt ist eigentlich immer gut, weil da können wir richtig Gas geben. Dann läuft er lange, lange im Prinzip geradeaus. Bergab-Putts sind immer schwieriger. Man wird immer versuchen, unterm Stock zum Liegen zu kommen. Oh yes, plenty of pace to get up that slope. It is in for a birdie. And he's worked it. To 9 under par. So, das nächste Par 3, das zweite auf den Front 9, wo wir ja schon mal einen Herzschlagmoment hatten, beinahe zu einem Hole in One eingelocht haben. So, diesmal haben wir ein bisschen, Eisen 5. Gegenwind und Rollen müssten sich doch dann eigentlich ziemlich aufheben. Wir machen es trotzdem ein bisschen kürzer. Ich möchte nicht, dass der Ball da hinten rausrennt. Die Bäume kommen nicht ins Spiel. Das passt soweit. Wir haben ein bisschen Gegenwind. Der Ball springt sowieso da vorne nach rechts, wenn er aufkommt. Ja, also wie gesagt, ich möchte lieber, dass er zu kurz liegt, als dass er zu lang ist, als dass er durchrollt. Ja, doch, der wird nicht auf dem Grün liegen bleiben, oder? Ah, die Länge war hervorragend. Die Länge war wirklich gut. Didn't look bad in the air, it hit the green, but didn't sit. Yeah, it was never gonna stop. So, was wir niemals schaffen werden, ist, sage ich mal, mit dem Texas Wedge tatsächlich sofort einzulochen. Dafür ist er einfach zu unberechenbar, was hier im Fringe passiert. Aber was wir wissen, ist definitiv, dass wir mehr Kontrolle haben als vielleicht mit einem Chip. Wobei ich sagen muss, wir haben die letzte Zeit sehr, sehr gut gechippt. Wir haben doch wirklich gut gechippt. Es wäre doch witzig, würden wir endlich mal hier okay, wir haben hier 4. 2. Ein bisschen Break nach links eigentlich. Müsste er rollen. Okay, wäre witzig, wenn wir den mal eingechippt kriegen. Ah, übers Loch gerollt. Frankie's not gonna make the highlight shows tonight, but he might still make par, which isn't all bad. Hey, let's face it, that is very forgettable. So, okay, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt kein Tap-In. Das ist kein Tap-In. Der wird ein bisschen nach rechts breaken. That one finished off. It'll be a par here at 7. And the lead's gonna remain 2. So, get one eagle für den nächsten Quest. Also es gibt jede Menge Quests, wo wir noch ein bisschen dran arbeiten müssen. So, Par 4. Und den müssen wir richtig schön platzieren, damit wir hier natürlich um die Bäume herumkommen. Aber der Wind wird den Ball ja von vornherein eher nach rechts. Das passt dann. So, dann schauen wir mal. 82 Fuß, der höchste Punkt. 278 Yards Carry und 294 Total. Chance to set himself up for a good scoring opportunity with his second shot here.
Ja, Eisen 8 über links. Dann dürften wir mit auf jeden Fall Mitte grün liegen, zum Liegen kommen. Wir haben Rückenwind, nicht viel, aber es sollte reichen, dass der Ball doch aufs Grün kommt. Naja gut, die Fahne steckt kurz. Wir müssten eigentlich nicht kurz aufkommen. Eisen 7. Vielleicht ein bisschen flacher anspielen. Ja, geht gleich rechts weg. Geht sofort rechts weg, aber müsste auf dem Grün zum Landen, zum Liegen kommen. Sehr schön. Ah, good approach shot. Birdie putt coming up. Approach shot, just a little right, little short. Ja, wieder pin high. Another birdie. And wieder pin high. Look here, tough side hill putt. He's got to push it out to the right and just let it drift its way back to the hole. Aber wir sehen es, das ist natürlich hier mit dem meisten Break. Wir werden wieder bei so einem Break versuchen, rechts beim Stock zu, wenn der Ball dann rüberkippt nach links, dass er dann zum Loch rollt. Und wenn er ausrollt, nicht zu weit eben vom Loch wegrollt. Deswegen lieber ein bisschen mehr rechts, dass er oberhalb vom Loch bleibt. Es geht ein bisschen, ne, Level, okay. Wir machen ein bisschen kürzer, damit er nicht zu weit ausrollt. Ja, das ist zu viel, oder? Ah. Well, that didn't quite turn as much as he'd hoped. Yeah, he needed to play it out a little bit further and he also needed to hit it just a little harder. So, aber ihr seht, im Prinzip bleibt er jetzt hinterm Loch liegen, was natürlich heißt, dass wir jetzt auch wieder ein kräftiges Break haben. Also geben wir ein bisschen was mit, linke Lochkante wieder. Und dann ist das Paar notiert. And he's gonna stay too clear of the field. Wir kommen zur letzten Bahn der Front Nine und da haben wir natürlich das Thema hier mit diesem engen Durchgang. Und das letzte Mal sind wir fast ganz vorne gelandet. Ich würde jetzt tendieren dazu, mit dem Hölzchen hier reinzuspielen, weil sonst habe ich die Befürchtung, dass er uns zu weit rollt. Ja, das Ganze geht sowieso nach rechts. Und dann sollte das passen. Die Fahne steckt links. Wir müssen also definitiv hier um die Bäume herumkommen. Okay, so müsste es doch hinkommen. Das Hölzchen ist normalerweise ein sicherer Schläger bei uns im Bag. Oh ja, gerade so an den Ästen vorbei. Und das passt. Der Winkel ist hervorragend. Der Winkel ist jetzt hervorragend. Ja. Die Fahne steckt hinten. Das heißt, da macht ein Backspin gar nicht mal so viel Sinn. Finesse. Okay. Bisschen Wind. Okay. Bisschen mehr. Geht zum Stock. Komm, ein bisschen Backspin. Oh. Good soft hands, that is nicely done. This will slide a bit right. It's for birdie. So, wieder ein bisschen mehr Speed auf den Ball bringen. Etwas mehr als linke Lochkante, definitiv. Das Break ist deutlich, ist merklich da. Yep, that's nicely done. It's a birdie here at the ninth. And that will make this an even 30 for the front side going out in 6 under par. So, da haben wir hervorragende Front Nine gespielt und wir gehen sofort rein in die Back Nine. Das letzte Mal hatten wir hier ein bisschen Pech hier, dass er uns gerade so ins Semi-Rough oder ins Rough gelaufen ist, aber wir haben dann einen hervorragenden Annäherungsschlag gemacht und trotzdem hier noch das Birdie spielen können. Jetzt sehen wir, dass wir Gegenwind haben, das heißt, wir werden definitiv hier Länge verlieren, aber jetzt schaue ich nochmal, wo die Fahne steckt. Okay. Wir können auch hier schauen, die Fahne steckt hinten links, 450 Yards. Okay, das passt, wenn wir dann auf der rechten Seite sind, kommt die Bäume rechts, die zwei nicht ins Spiel. Okay. Jetzt geht er schon wieder nach links.
Ja, aber diesmal rollt er nicht ins Rough. Okay. Looking for a strong finishing kick here on this Friday to get set up for the weekend. And that, another good drive here. This is where club selection is so important. Second shot into that stiff breeze. Ich bin ein bisschen irritiert. Okay, oder lese ich das falsch? Oder wie ist das jetzt da oben zu verstehen? Ja, okay, 166 Anfang grün, 181 die Fahne, aber man sieht nicht genau, wo sie steckt, ne? Also das ist, glaube ich, ja, das ist auf dem Birdie-Buch hier nicht ganz ersichtlich. Auf jeden Fall doch 181, müsste eigentlich eher vorne als hinten stecken. 205 ist hinten grün. Naja, okay, was soll's. Also, wir haben Gegenwind und das heißt, den werden wir merken. Mit dem 7er wird nicht reichen, mit dem 6er etwas kürzer. Wir haben ein Approach. Okay, der Wind drückt den nach links, so wie ich das sehe. Ja, jetzt müssen wir aber nochmal überlegen, wie wir das am geschicktesten machen. Etwas mehr höher anspielen, dann kriegen wir den doch hoffentlich an den Stock. Hoch anspielen. Ja, der geht ein bisschen links, aber das ist nicht schlimm. Das ist dann Mitte grün. Und er bleibt aber schnell liegen. Hervorragend. Early part of this back nine and a good approach shot. Now we'll have this for birdie. Chance now for another birdie. Well, he's had great conversion on putts like this. Even when he's not close to the hole, he's left himself with very makeable opportunities. Got it there, but not quite on target. Gut geputtet, aber es kann eben auch nicht jeder Putt fallen. Über rechts etwas mehr und dann sollte das doch ein sicheres Pärchen wieder sein. Ja. So that in for par to start this backside. And he's going to remain at 10 under. Ja, und ich denke, ich nehme hier nichts vorweg, wenn ich sage, dass wir hier mit dem Cut, denke ich, keine Probleme haben werden. Die Cutline ist mittlerweile bei plus 2. Wir sind 10 über. Quatsch, 10 unter. Sorry. 6 für den Tag. Also das heißt, wir sind weit genug weg. Und wir können definitiv, denke ich, bei diesem Turnier hier mit dem Feld mithalten. Wenn vielleicht jetzt auch nicht ganz so dominant. Aber so soll es ja eigentlich auch sein, damit ein bisschen Spannung hier reinkommt. Naja. Lassen wir uns überraschen, wie sich das Ganze hier noch entwickelt. Die 11, 440 Yards, ein Paar 4. Auch hier gilt es natürlich, den Ball gut hier ins Fairway zu bringen, damit wir dann einen guten Winkel haben für den zweiten Schlag. Sollte aber an der Stelle nicht kompliziert sein. Ja, gut durchgezogen. Schöne gerade Linie rechts unten, ein bisschen Overswing. Aber das ist kein Problem. Ball bleibt sofort liegen. Looking for a strong finishing kick here on this Friday to get set up for the weekend. And that, another good drive here. Jo. Wichtig sind halt immer die Annäherungsschläge ins Grün. Gegenwind. Ja, da müssten wir doch fast ein Eisen mehr nehmen. Ja, aber eigentlich auch nicht, oder? Ein Eisen mehr und dafür hoch anspielen. Oder dann doch das Achter. Und auslaufen lassen. Naja, 6 Miles, 7 Miles. Also das ist schon bemerkbar. Und ich möchte eigentlich schon, dass der da hinkommt. Okay. Oh ja, da müssen wir ein bisschen deutlich rüber. Sonst rollt er uns aus dem Grün raus. Und das wollen wir definitiv nicht. Er geht Richtung Stock und wird relativ schnell liegen bleiben. Sauber. Decent-sized green. It's not bad. Just a little past the hole. 11 feet away.
So, jetzt muss man natürlich auch ganz klar dazu sagen, ich habe hervorragende Eisen-Specs, das heißt, die mir unheimlich helfen, natürlich die Kontrolle und die Entfernung richtig einzuschätzen, beziehungsweise auch zu spielen. Also das funktioniert natürlich hervorragend und wir arbeiten gerade daran, uns 18.000 Pünktchen zusammenzuspielen, um natürlich jetzt dann auch mal ordentliche Driver-Specs, weil da brauchen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen Power, damit wir häufiger die Möglichkeit haben, mit dem zweiten auch die Par 5 zu erreichen. Es gelingt uns zwar auch so häufig, aber da müssen wir natürlich noch ein bisschen besser werden. Das Ganze geht jetzt bergauf. Wir konzentrieren uns wieder auf den Putt, denn wir haben wieder eine gute Birdie-Chance. Wieder eine gute Birdie-Chance herausgespielt. Über links. Das Break werden wir merken. Ja, so könnte ich mir das vorstellen. Es wird ja vorne dann deutlich schwächer. Oh yes, plenty of pace to get up that slope. It is in for a birdie. And he's now the leader by 4 here on this Friday. So muss man natürlich aber auch sagen, die besten Birdie-Chancen nützen einem natürlich nichts, wenn man es mit dem Putten nicht hat. Ihr denkt bitte immer an diesen schönen Spruch, the drive is for the show, the putt is for the money. Und es hilft ja nichts, wie bei einem John Rahm, McIlroy oder wie sie alle heißen, wenn du zwar hervorragende Eisenschläge hast, aber dir die Putts immer 2-3 Zentimeter am Loch vorbeilaufen. Das ist dann natürlich sehr frustrierend. Wir putten heute sehr, sehr gut, gar keine Frage. Und das ist natürlich auch die halbe Miete für einen guten Score. Wir liegen 11 unter Par und führen das Feld wieder einmal an. So, hier ist jetzt auch wieder natürlich ganz entscheidend, wie wir den Ball hier reinbringen. Okay, er wird nach rechts gedrückt. Wir werden den hier hinspielen, damit wir weit links liegen, denn die Fahne steckt auch rechts. Sonst müssen wir eine Kurve spielen. Und das wollen wir eigentlich vermeiden. Beim Eisen. Oh, er geht nach links. Wieso geht er jetzt nach links? Ja. Wir brauchen dringend Control and Accuracy Specs. Strong finishing kick here on this Friday to get set up for the weekend and that another good drive here. Yeah, aber es brennt nichts an. This is second. 156 yards left, coming off a birdie at the previous hole, looking to go back to back. So, Eisen 8 bietet er uns sowieso an. Wir haben Gegenwind, leichten Gegenwind. Er bietet uns das Eisen 8 sowieso an für die linke Seite. Das sieht nicht schlecht aus. Ich bin der Meinung, das ist sogar erstmal passend, aber wir werden das Ganze noch ein kleines bisschen kürzer spielen, indem wir den Ball etwas hoch anspielen. Ja. Ja, okay, diesmal nicht ganz so groß die Kurve, aber wichtig ist nur, dass er gleich liegen bleibt. A little long as we can see and a little to the right, but still makeable. Ja. Also 15 Fuß vom Loch entfernt, vom Stock entfernt, halte ich für relativ gut. Und vor allen Dingen wieder ein Green in Regulation. Also allzu viele Grüns haben wir noch nicht verfehlt. 3 Inches geht's auf. Dann nehmen wir 2 Kästchen. Ja. Hinten dran geht's deutlich mehr rechts runter als hier vor dem Stock. Okay, ein bisschen mehr. Nicely done. 2 straight birdies here early on this backside. And he has now moved 5 clear of the field here in round 2. So, wir haben also 3 lange Putts gelocht. 15 Fuß ist also ein langer Putt. Okay, nehme ich mit. 374 Yards. Ja, auch da haben wir 8. Das ist dieses wunderschöne Loch. Diese wunderschöne Bahn mit dem Grün. Und ich glaube, diesmal die Fahne steckt verhältnismäßig gut. Wir müssen einfach wieder schauen, dass wir natürlich hier vernünftig reinkommen. Dass die Balllage Mitte Fairway eher Tendenz rechts ist. Ja, dann sollte das doch passen. Also halten wir uns einfach linkes Fairway. Okay.
Das ist das, was der Wind ungefähr macht. Jetzt bleib aber liegen. Naja, roll noch ein bisschen links runter. Sehr gut. I'm starting to wonder how low can you go? And the driving has been simply superb. From the fairway, 98 yards remaining for his second. Ja, da müssen wir auf jeden Fall deutlich länger. Ja, deutlich länger. Wir machen Finesse, das heißt, er wird wenig Roll haben. Also Backspin meine ich. Das Ganze wird ein bisschen nach links springen. Ja, es ist ein Plateau. Wir müssen einfach nur da oben zum Liegen kommen. Ja, wieder nicht richtig durchgezogen. Der ist zu kurz, der ist deutlich zu kurz und wird ein bisschen zurücklaufen. Ja, okay. That's a bit of a head turner, really. That was a green light situation from that distance and far from the best shot I've seen today. Ja, da muss man ganz klar sagen, dass der Schlag war einfach, also aus der Entfernung von weniger als 100 Yards, das war jetzt nicht so schön, nicht so toll. Aber am Schluss ist es auch ein Green Regulation und wir müssen halt jetzt schauen, wie wir den Putt hier gut an den Stock bringen. Da ist eben diese Welle. Das sieht man, das hat uns ja auch geholfen, dass der Ball ein bisschen nach links gerollt ist. Wir müssen da über diese Welle und dann wird er links runterrollen. Ein bisschen kürzer vielleicht, damit er uns nicht zu sehr abhaut. Im Zweifel, wie gesagt, immer aufs Pärchen gehen, dicht an den Stock, damit wir ein Tap-In haben, entspanntes Pärchen. Ja, ein bisschen mehr über rechts. Noch mehr. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. So, das meine ich eben. Dann ein entspanntes Tap-In. Okay, safely in for par here at 13. And that's going to keep this large lead right where it is. Genau. Jetzt kommt ein spannendes Par 3 mit 192 Yards. Wir müssen übers Wasser. Und da haben wir wirklich nicht viel Luft. Aber der Wind wird uns helfen. Ja, da müssten wir uns... Ja, der wird uns helfen. Da müssten wir jetzt mutig sein und natürlich hier irgendwo anhalten. Wenn dann nicht der Wind hilft, dann ist der Ball im Wasser. Deswegen werden wir da eher dagegen den Wind arbeiten. Denn das ist jetzt ein Loch oder das ist eine Spielbahn. Da müssen wir in der Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, nicht unbedingt... das Birdie spielen. Aber ich denke gerade, ein Eisen 6 muss es wohl doch sein. Wir haben zwar Rückenwind, aber wir werden das Eisen 6 hoch anspielen und dann mit dem Fade hoffentlich ein bisschen nach da reindrücken und dafür auch etwas höher anspielen, damit er zum Liegen kommt. Ja, komm, komm, komm. Ah ja, okay, der ist weg vom Wasser. Das ist schon mal gut. Ja, und rollt ein bisschen raus. Das heißt, ja, kein Green Regulation, aber... Frank landed it on the green. It was never gonna stop. No, no chance. Ein Pitch. 12. Ja, 8. Jetzt muss ich nochmal schauen. Es geht bergab, oder? Ja, am Anfang geht es bergab, da unten geht es weniger bergab. Okay. Aber das Ganze ist eigentlich sehr gerade. Wir werden den hoch anpitchen, damit er nicht so weit rollt, hoffentlich. Sehr schön, sehr gut. Im Prinzip haben wir dem Ball die Chance gegeben. Wir haben ihm die Chance gegeben zu fallen. Insofern brauchen wir uns hier nichts vorzuwerfen. So, auch hier wieder ein bisschen mehr und safe. No issues there. It is a par here at 14. And he's going to maintain that substantial lead. So, es sieht so aus, als würde das Feld Schläge verlieren. Wir gucken mal kurz rein ins Leaderboard.
Und Murray minus 6, hat minus 2 gespielt, ist jetzt minus 6 und die anderen Kollegen sind mittlerweile even par, wundert mich eigentlich, aber okay, also es sieht so aus, als haben wir hier auch wieder die Möglichkeit, dieses Turnier für uns zu entscheiden, wenn wir halt eben cool bleiben, die Nerven behalten und zum Beispiel an diesem Par 5 mit 555 Yards, da sind vielleicht gleich ein bisschen, und das ist auch noch die 15, viele Fünfer. Okay. Den Ball hier vernünftig jedenfalls aufs Fairway bringen. Wir haben Rückenwind. Der Ball wird nach links rollen. Danach haben wir das Thema, dass wir hier über die Bäume höchstwahrscheinlich müssen. Ja, okay. Dann schauen wir mal. Ja, die Kurve passt. Wir werden auf der rechten Seite, nein, der rollt sogar tatsächlich bis Mitte Fairway. Looking for a strong finishing kick here on this Friday to get set up for the weekend and that another good drive here. Ja, das ist jetzt eine Spielbahn, wo wir eigentlich nicht mit dem zweiten das Grün erreichen können, deswegen auch kein Holz. Ich will den Ball schön hochspielen. Hier wieder rechts rein und dann schauen wir mal, ob wir mit dem Pitch an den Stock kommen. So, hoch rein, noch ein bisschen faden. Quatsch, Dorn. Und dann hoffentlich rollt er uns das Fairway hier lang. Ja, sehr gut. Alles, was im Fairway liegt, im Kurzgemähten, hilft uns. That's what he wanted to do. After the tee shot, puts himself in a really good position here on the par 5. Ja, okay. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ein Problem. Da hinzukommen ist jetzt ein kleines Problem mit einem Pitch. Denn der wird natürlich hier vorne aufkommen. Das heißt, wir müssten den auf jeden Fall hier irgendwo aufkommen lassen, damit er hier runterrollt. Ja, man sieht es, es geht dann hier den Hang runter. Ja, hier wäre eventuell der Longflop besser. Weil dann kommen wir hier über den Hang. Ja, ich spiele den Longflop. Ja. Dann bleibt er nämlich besser hier unten liegen und rollt uns nicht durch. Wie gesagt, ein paar fünf. Okay, sensible play right there and that one on deck. Now this for another birdie. Ja, es geht bergab. Das heißt, er wird durchrollen. Yep. Der nimmt natürlich dann das Break viel mehr an. Putt there. It is in for birdie here at 15. And the lead swells to 6 here on this Friday. So, wir kommen zu den letzten Bahnen für diese zweite Runde in Harbortown Golf Links. Und wir liegen 9 unter Par. Das ist ja hervorragend, hervorragend. So, das ist jetzt auch wieder ganz wichtig zu platzieren. Wir müssen darauf achten, dass der Ball nicht zu weit rollt. Oder wir müssen halt schauen, dass er hier durch diese Baumgruppe durchrollt, damit wir hier wirklich das Grün erreichen können. Ich tendiere hier fast eher mit dem Rückenwind zum Hölzchen. So, das denke ich passt. Zu lang ist einfach nicht gut. He just keeps motoring right along. Another good tee shot right there. Weil 140 Yards ist jetzt keine Entfernung. Split the fairway. And now we'll have a go at this second shot. Ja, jetzt müssen wir doch mal schauen, ob der über die Bäume kommt. Es sieht so aus, als käme er über die Bäume. Okay. Oh, und Pitching Wedge. Eisen 9. Eisen 9 höher angespielt, Mitte grün. Ja, ich sehe es nicht richtig. Wo ist der Stock? Da ist der Stock. Okay. Eisen 9 höher angespielt. Hören wir was rascheln? Nein, er kommt über die Bäume. Ja, komm, bleib liegen. Sehr schön. Well, not super close, but safely on the green. Ja, so sehe ich das auch. Try to cozy it in that 3-foot circle. This for birdie. So, 3 inches down. Das heißt, wir gehen wieder hier vorne hin. Ja, nee, das ist zu viel.
Er muss auf jeden Fall bis zum Loch kommen. Ja, am Schluss bremst er dann. So, rechts oben sehen wir 1967 established, ein Par 71 und das Ganze natürlich ein Peter Dye Course. Die Länge 7099 Yards. Schön, dass die Anzeigetafel diese Informationen uns einblendet. EA Sports und die Werbung darf natürlich auch nicht fehlen. Okay, aber jetzt wieder zurück zum Putt. So. Ja, der wird schon kräftig darüber gehen. Der wird kräftig darüber gehen. So, langsam, langsam, langsam. Gut. Yeah, that's a pretty good putt. Just a little bit off the mark. So, wir achten darauf, dass wir diesen kurzen Putt natürlich auch wieder versenken. Okay, that'll be a par here at 16. And he'll remain well in control of this tournament. So, jetzt wird es nochmal spannend. Das ist nämlich auch mal, wie gesagt, ein sehr, sehr interessantes Par 3, wo sehr häufig die Jungs und Mädels hier dann doch tatsächlich in den Bunkern landen. Man sieht es auch, es ist nicht so viel Landefläche. Und die Fahne hier vorne bietet uns auch nicht gerade so viele Möglichkeiten, den Ball zu platzieren. Wir achten nochmal darauf. Seitenwind im Wesentlichen, ein Eisen 8 möchte uns der Caddy hier vorschlagen. Okay, ich bin da jetzt gerade ein bisschen skeptisch. Ein Eisen 8, ja, das wird halt eine Punktlandung. Also so viel Luft haben wir da nicht. Wir haben da nicht so viel Luft. Wir haben da nicht so viel Luft. Vielleicht ein bisschen länger und dafür höher angespielt, damit er einfach schneller runterkommt. Ja, geht sofort rechts rüber. Geht sofort und der ist zu lang. Der ist zu... Ah, okay, er bleibt zumindest hier im Kurzen liegen. So, der Chip ist natürlich jetzt spannend. Der wird uns ganz schön abhauen. Das sehen wir. Es geht auch ein bisschen zum Stock, aber vor allen Dingen springt er unheimlich nach links. Der wird richtig nach links springen. Okay, damit kann ich gut leben. Oh, Ausfallschritt. It's all about getting it inside that 3-foot circle around the hole. That was a really nice shot. Ebenso sehe ich das auch. Die Jungs verstehen was vom Golf. No problems there. That's a par here at 17. It'll hold tight at minus 13. So, the signature hole könnte man fast sagen, mit dem Leuchtturm im Hintergrund. Hier das klassische Harbortown-Symbol ist eben auch im Logo dieses Golfclubs, Harbortown Golf Links. Ja, da können wir ruhig einen mitgeben. Definitiv hier Mitte Fairway. Der Ball wird auf jeden Fall noch ein bisschen nach links gehen. So ist jedenfalls der Plan. Nee, das sollte passen. Das sollte passen. Da brennt nichts an. Looking for a strong finishing kick here on this Friday to get set up for the weekend and that another good drive here. So, wir spielen. He's at his back as he readies his second to the par 4. Die letzte Annäherung, aber mit kräftig Rückenwind, wie ich gerade sehe. Kräftigem Rückenwind. Wir können da ein Eisen weniger machen. Mitte grün, um einfach nochmal ein Pärchen zu spielen, würde ich sagen. Mitte grün. Ja, wenn wir zu weit, wenn der sich wegen links wegdreht, das will ich auf gar keinen Fall. Mitte grün. Okay. Und wir hoffen, dass uns der Wind den ein bisschen treibt. Das sollte passen. Das sollte sehr gut passen. Er rollt noch ein bisschen aus. Das gehört aber dazu. And safely on deck. That's the main thing. But from that distance, really don't want to leave yourself like a knee knocker, like a 4 or 5 footer. So this first putt's going to have to be good. So, das sieht im ersten Moment gar nicht so. Es sieht im ersten Moment eigentlich gut aus. Wir haben wenig Break, aber es geht halt bergab. Und bergab ist halt immer so eine Sache. Wenn er durchrollt, wird das Loch nicht treffen. Dann rollt er hier richtig weg.
Und das Problem ist, wenn er am Schluss langsam wird, dann nimmt er natürlich das Break deutlich an. Und wir sehen es. Es ist fast alles gerade, aber dann am Ende bricht er dann doch deutlich nach links, wenn er langsam wird. Okay, wir werden es so versuchen, ein bisschen über die rechte Seite. Oh yeah, bottom of the barrel for birdie here at 18. So, another look at the leaderboard and you'll almost do a double take, Frank, our featured golfer with a commanding lead through 36 holes. So far, it's just been just a clinic again. I know I use that word a lot, Rich, but it looks like two different players. One at the top and, well, the chases. Different league. Till next time, for our entire cast and crew, I'm Rich Lerner. This has been a presentation of EA Sports PGA Tour Golf. So long, everybody. Ja, das war's dann mal wieder für diese Serie. Projected Cut haben wir natürlich gar nichts mit zu tun gehabt. Wir konnten hier unsere Führung sogar beziehungsweise die Führung erstmal übernehmen und ausbauen. Wir sehen es, das Feld hat, ich sage mal, normal performt. Wir haben hervorragend performt mit einem Score von 10 unter Par und wieder mal kein Bogey auf der Scorekarte. Das ist natürlich hervorragend. Was ich aber vorhin schon gesagt habe, ein bisschen auch der Tatsache geschuldet ist, dass wir hervorragende Eisenspecs haben. Wir haben gute Schläge ins Grün. Wenn wir das Fairway treffen mit unserem Drive, dann haben wir gute Chancen, den Ball ins Grün zu bringen. Das Leaderboard sieht so aus, dass wir im Moment mit 6 Schlägen Vorsprung wieder mal führen. 61 gespielt, hervorragendes Ergebnis. Das freut mich sehr. Wir schauen mal, was wir dafür bekommen. So, Select. Und dann schauen wir mal, wie viel Rewards wir dafür wieder bekommen. Total Tokens natürlich 360. Das dürfte uns auch wieder genau im Pro Pass ein Stück nach oben bringen. Und unseren Golfer können wir leveln, denke ich, mit der nächsten Serie, mit der nächsten Runde. Dann haben wir 6 Skill Points und können auch hier für den Drive, glaube ich, ein bisschen was ausgeben, damit wir hier den Kollegen etwas nach vorne bringen. Freunde, das soll es für diese Serie gewesen sein, beziehungsweise für diesen zweiten Spieltag der Korn Ferry Tour beim Harbert Links Golf Course, Golf Links, Harbertown Golf Links, so ist es jetzt richtig. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß, habt vielleicht auch das eine oder andere für euer Spiel wieder mitgenommen, das würde mich auf jeden Fall immer freuen und bedanke mich recht herzlich wie immer für eure Zeit und freue mich, wenn ihr natürlich auch ein bisschen, ja, mich unterstützt mit Kommentaren, natürlich mit einem Däumchen und wer noch kein Abo dagelassen hat, würde ich mich doch sehr freuen, wenn ihr auch zukünftig dabei sein wollt, wenn wir hier EA Sports PGA Tour auf diesem Kanal spielen. Ich, der Bahnenfarmer, sage Dankeschön, wünsche euch ein schönes Spiel und bis zum nächsten Mal hier bei mir beim Golf.